Am Karfreitag lädt der Zoo Hoyerswerda kleine und große Besucher wieder zur traditionellen Osterführung ein. Bei einem Spaziergang durch den dekorierten Zoo erfahren Interessierte unter anderem, welche Zootiere hier leben. Los geht's um 10 und um 14 Uhr. Treffpunkt ist jeweils vor der Tropenhalle. Bei der traditionellen Ostereierbörse im Niederlausitzer Heidemuseum am Karfreitag treffen sich Ostereiermaler, welche die verschiedensten Techniken vorstellen. Kaufen und Staunen ist in der Zeit von 10 bis 17 Uhr angesagt. Im Elementarium des Museums der Westlausitz steht am Karfreitag das Verzieren von Ostereiern nach sorbischer Tradition im Programm. Möglich ist dies in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Der Heimatverein Leipe lädt am Freitag zu einem österlichen Nachmittag in die ehemalige Schule in Leipe ein. Treff ist um 14.30 Uhr. Der Osterhase besucht am Samstag den Ponyhof Terranova am Überleiter 1 am Spreethaler See. Das Team lädt alle kleinen Gäste von 14 bis 16 Uhr unter anderem zu Ponykutschfahrten ein. Auch Kaffee und Kuchen werden angeboten. Zum Ostersingen mit anschließender Andacht wird am Samstag in die Marienkirche in Schwarzkolm eingeladen. Los geht's 17 Uhr. Im Cinemotion in Hoyerswerda wird neben den Filmen des regulären Programms am Samstagabend die Mozart-Oper Così fan tutte live aus der Metropolitan Opera übertragen. Beginn ist 19 Uhr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag lodern in vielen Orten in Brandenburg, aber auch in einigen Dörfern Sachsens, traditionell die Osterfeuer. Eine von zahlreichen Osterreiterprozessionen startet am Ostersonntag in Wittichenau. Die sorbische Tradition führt die Teilnehmer hoch zu Ross nach Ralbitz. Los geht's um 9.20 Uhr. Die Reiter werden mit den prachtvoll geschmückten Pferden um 18 Uhr in Wittichenau zurückerwartet. Der Modellbahnclub Hoyerswerda öffnet am Ostersonntag in der Energiefabrik in Knappenrode seine Vereinsräume. Die Anlagen können in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in Aktion erlebt werden. Zum traditionellen Eierschieben wird am Ostersonntag nach Bautzen eingeladen. Ab 10 Uhr startet ein Ostermarkt mit zahlreichen Händlern und ab 12.30 Uhr gibt der Eierjockel die Wiese für klein und groß zum Eierschieben frei. In die Hoyerswerda Lausitzhalle wird am Ostersonntag zur legendären Ü30-Tanzparty eingeladen. Einlass ist ab 22 Uhr. Frauen haben bis 23 Uhr freien Eintritt. Gleich zwei DJs legen Musik querbeet durch alle Richtungen auf. Zum Familienfest wird am Ostermontag von 10 bis 17 Uhr in den Findlingspark in Nochten eingeladen. Im Angebot sind unter anderem die Last-Minute-Ostereiersuche, Ponykutschfahrten und ein Fotoshooting mit dem Osterhasen. Ab 14 Uhr präsentiert das Orchester Lausitzer Braunkohle ein Konzert aus klassischer Blasmusik, Big Band-Rhythmen und bekannten Filmmelodien. Und am Ostermontag lädt der SV Aufbau Deutsch Baselitz zum 13. Ostereierabrennen ein. Start ist wie immer 10 Uhr ab dem Sport- und Freizeitzentrum Deutsch Baselitz. Die rund 5 Kilometer lange Umrundung des Großteichs ist dank dem flachen Profil für jedermann geeignet. An dem Tag gibt es keine Wertungen oder eine vorgeschriebene Fortbewegungsweise. Sowohl Fahrräder, Kinderwagenschieber als auch Läufer sind herzlich willkommen.